So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Wir müssen unbedingt Holz hacken, ich habe keinen Bock. Ganz ehrlich, Holz farmen bei Minecraft war schon immer das Schlimmste für mich, was es überhaupt gibt. Kann mir keiner erzählen, dass da irgendjemand Spaß dran hat. Wie auch. Guck mal hier. Wollte ich nicht noch irgendwas? Ich hab's vergessen. Aber ich glaube, ich wollte eigentlich nur Holz holen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ansonsten, spätestens wenn wir in der Farm sind, wird mir das bestimmt wieder einfallen. Hoffe ich. Wenn nicht, ja, dann halt nicht. Dann ist das eben so. Aber spätestens wenn wir irgendwas brauchen, muss ich halt sowieso wieder los. Wir werden sowieso sehr, sehr oft los müssen, um wieder Holz zu holen. Wie ihr seht, hält das leider nicht so lang. Und wir brauchen wirklich, wirklich viel. Und ich habe ja auch eigentlich überlegt, ich wollte ja überirdisch praktisch auch so ein, zwei Spawn-Etagen für der Creeper haben. Aber dann könnte ich halt, ja, die Farm an sich oben, den Raum, in den wir rein können, nicht beleuchten. Sonst spawnt ja nichts. Und das wäre schon sehr doof. Deshalb bin ich jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob wir das überhaupt machen oder ob wir einfach an der Oberfläche aufhören und dafür ja die Farm so ein bisschen dekorieren, wenn der Raum groß genug wird. Weiß ich noch nicht, müssen wir mal schauen. Vielleicht entscheiden wir das auch einfach so ein bisschen spontan. Okay, Inventar ist natürlich auch wieder voll. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Die Magma-Blöcke könnten wir auf jeden Fall wieder aufräumen. Die restlichen brauchen wir nicht mehr. Dann hätten wir ein bisschen Platz im Inventar, aber ich glaube, das reicht immer noch nicht. Redstone-Fackeln könnten wir aufräumen. Weißt du was? Komm. Wir lagern mal kurz zwischen. So, die Redstone-Fackel nach oben. Miau! Zu euch kommen wir gleich, keine Sorge. Blanken Redstone würde ich auch erstmal hier lassen. Das holen wir uns wieder, wenn wir es brauchen, oder? Ist, glaube ich, fast am sinnvollsten. So, Magma-Blöcke. Wie wir halt auch schon wieder super viel Kobbel dabei haben. Also super viel, zwei Stück, aber warum? Ich will die noch gar nicht. Der soll weg. Schienen könnten wir eigentlich so lange auch mal hier lassen, bis wir es halt wirklich brauchen. Und das wird vermutlich erst ganz zum Schluss sein. Farbstoff. Farbstoff haben wir auch schon gelagert, oder? Im Keller? War da nicht was? Also hier im ersten Keller. Ich meine, hier war irgendwo Farbstoff. Weiß. Schwarz. Perfekt. Hätte ich gar nichts holen brauchen. Sowas aber auch. Dann wollen wir zurück auf den Marktplatz. Ich laufe jetzt einfach. Vor allem müssen wir auch wieder irgendwo schlafen. Fragt sich bloß, wo? Oder bei wem? Das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Und bevor ich schlafe, würde ich trotzdem eigentlich sehr gerne erst das Holz fertig machen. Ciao. Oh lul, ich habe den bisher rübergeschlagen. Der Junge kann was. Nicht unbedingt viel, aber ein bisschen was kann er. Wir haben auch genug Platz. So, dann gönnen wir uns hier das Bäumchen noch. Und bis wir das nächste Holz brauchen, sind hier die neuen Fichten, glaube ich, auch schon gewachsen. Das Einzige, was halt wirklich ein bisschen nervt, wäre der Weg. Aber was willst du machen? Es ist halt, wie es ist.
So, sind wir auch schon oben angekommen. Siehst du, geht auch eigentlich ganz schnell. Auch wenn ich es echt blöd finde, dass die Eile 2 hier nichts bringt. Finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, wir haben Effizienz 5 auf der Axt. Wir haben Eile 2 im Beacon. Und trotzdem passiert hier halt gefühlt nichts. So, dann hier. Ach, weißt du was? Warum sollte ich bei irgendjemandem schlafen? Ja, komm rüber. Traust du dich nicht? Warum sollte ich bei irgendjemandem schlafen? Ich kann zu Hause schlafen. Wir haben ja keinen sonderlich weiten Weg mehr. Und dann fliege ich einfach vom Dach aus los. Vielleicht reicht ja der Schwung sogar. In der Hoffnung, dass wir hoch genug sind. Hier geht's raus. So, und jetzt von hier aus geradeaus darüber. Ja, ich glaube nicht, dass das reicht. Wir haben halt überhaupt keine Geschwindigkeit. Aber zumindest müssen wir nicht mehr ganz so weit laufen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Okay, das sieht nach Creeperloch aus. Warum auch immer. Gut, dann wollen wir. Dann wollen wir mal. Ui. Okay, ich sollte nicht ins Gerüst fliegen. War wohl nicht so klug. Blöd. So, dann die Werkbank. Wir machen jetzt wieder sehr, sehr viele Falltüren. So viel wie möglich. Ich wünschte, die wären nicht ganz so teuer. So, die zwei nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Sonst reicht der Platz hier wieder nicht. Hier. So, wie viel haben wir? Knapp 4,5 Stacks. Wir kommen weiter mit, aber wir werden nicht fertig. Ich schätze mal, jetzt noch 2 Etagen, dann sind die auch schon wieder leer. Ach komm schon, ist doch nicht wahr. Nee. Nee. So, können wir hier wieder loslegen. So, jetzt aber. Falltür, 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 Falltür. Oh Gott. Ich hätte mir auch vorher einfach ausrechnen können, wie viel wir brauchen. Wäre vielleicht sogar klug gewesen, aber ja gut. Ich bin halt nicht klug, ne? So, das können wir aber auch von hier unten machen. Die Kohle, da sollten wir eigentlich fast mitnehmen. Aber ganz ehrlich, ich bin zu faul. Scheiß drauf, ist bloß Kohle. Werden wir früher oder später, denke ich, noch genug bekommen. Allein in unserer Wither-Skelett-Farm kriegen wir auch immer wieder ein bisschen was. Und immer wieder ein bisschen was ist ja auch was. Steter Tropfen höhlt den Stein. Hat man früher so gesagt. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt. Ist aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ein echt gutes Sprichwort. Und es stimmt. Es stimmt so sehr. So, wir haben doch Teppich.
Dann schauen wir mal. Wir müssen hier und da ein bisschen Teppich platzieren. Damit eben sonst nichts hier rumspawnt. Rein theoretisch hier vorne könnten sie, aber ach, was soll's. Wenn wir hier ein bisschen die Drops von Spinnen bekommen, das ist halt auch nicht so schlimm, wenn wir mal ehrlich sind. So, dann ist die Etage bis auf die Katze in der Lore komplett fertig. So, hier dasselbe. Nein. So. Dann hier. Nein, hier. Ja, rein theoretisch, hier könnten auch Spinnen spawnen. Hier könnten... Naja, ist egal. Bevor ich mich jetzt irgendwie drüber aufrege, es wird ja sowieso nichts ändern. So, dann die nächste Etage. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vom Prinzip, wir könnten auch hier diese Spawn-Plattform erstmal komplett alle fertig bauen. Und dann mit dem kleinen Kram weitermachen. Aber dann müsste ich jedes Mal hoch und dann wieder runter. Und ja, ich bin halt schon irgendwie sehr bequem und lauffaul. Deshalb machen wir hier Etage für Etage einfach gleich fertig. Die Zeit nehme ich mir. Und ich weiß auch nicht, ob das sonst überhaupt schneller werden würde. Die ganzen umliegenden Höhlen müssen wir auch irgendwie noch zubauen, um hier die Spawnrate so weit wie möglich nach oben zu kurbeln. Wobei, selbst wenn die Farm nicht auf 100% Effektivität läuft, sie ist ja trotzdem sehr effektiv, wenn wir ehrlich sind. Der Zeitpunkt wird kommen, wo wir viel zu viel Schwarzpulver haben und das gar nicht mehr brauchen. Ich meine, gut, ich nehme das natürlich auch zum Netherit-Farmen im Nether. Da wird das nochmal praktisch, aber irgendwann müssen wir das halt auch nicht mehr. Eigentlich müssen wir es ja jetzt schon nicht mehr, weil wir gar kein Netherit mehr brauchen. Das würde ich ja nur noch aus Prinzip holen. So. Da drüben habe ich einen vergessen, ich weiß. Kümmere ich mich gleich drum. Habe ich nämlich wirklich vergessen. Beziehungsweise übersehen. So, hier. Nein. Nein. Schön den Raum begrenzen. Das ist nämlich auch der Vorteil, während wir hier bauen, wird außer Creepern und Spinnen auch nichts mehr spawnen. Keine Skelette, keine Zombies. Aber dafür vermutlich sehr viele Creeper. Soll mir aber recht sein. Nein. Hey, durch die Falltür durch? Ist das dein Ernst? So. Zum Glück funktioniert das auch. Aber die Falltür kriege ich jetzt nicht mehr. Und ich brauche die Falltür. Ich brauche die sogar sehr dringend. So, dann wieder hoch. Das ist schon ein äußerst gefährliches Unterfangen. So, wo fehlt's noch hier?
Dann hier die Falltüren. Oh, oh, die werden, glaube ich, für die Etage auch nicht mehr reichen. So. Ganz zum Schluss noch Teppich. Sollten wir alles hinbekommen. Und ich habe gelesen, dass Katzen hier keinen Fallschaden bekommen, was super, super praktisch werden könnte. So, Teppich. Dann hier, hier, hier. So. Nächste Etage. Durch. Super. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Aber jetzt was, komm. Ich mach gleich zu. Bevor ich das... Bevor ich dann nochmal rumlaufen muss. Wir können ja trotzdem so ein kleines bisschen zeitoptimiert bauen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt Zeit einspart. Wahrscheinlich nicht. Ich mache mir einfach nur Hoffnung. Kein Stein mehr, okay. Und wenn ich jetzt gleich keine Falltüren mehr habe, würde ich trotzdem weitestgehend die Etagen trotzdem weitermachen, oder? Bis wir halt auch keinen Stein mehr haben. In meinem Kopf drin klingt das nach einer super Idee. Ob es dann wirklich so ist, ist halt eine andere Geschichte. Gut, dann hier. Eins, zwei, drei. Gut, dann die Falltüren. Einmal schön hier die Decke zuschachteln. Vielleicht übernehme ich das irgendwann mal für ein Haus. Eigentlich gefällt es mir doch ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Problem ist bloß, ich bin eigentlich so ein Spielkind. Ich würde wahrscheinlich immer die Falltüren auf und zu machen. Oder irgendjemand anders. Wir sind nur Spielkinder hier auf dem Server. Und dann könnte das auf Dauer echt nervig sein. Wenn ich die immer wieder hochklappen muss. Weiß ich noch nicht, ob wir das überhaupt machen. Ach, das sind schon die letzten. Cool. Ja, das wird wohl nicht so ganz reichen. Hier ist nämlich schon Schluss. Teppich können wir trotzdem machen, oder? Dann wird ja auch mit der Zeit unser Inventar so ein kleines bisschen leerer. Hier. Und hier. So und so. Nächste Etage. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Ich meine, wir kommen der Erdoberfläche auch langsam, aber sicher immer näher. Also eigentlich müssen wir es ja fast geschafft haben.
Dann dieses Viertel. Geht doch eigentlich relativ schnell. Kann man sich nicht beschweren. Finde ich. Irgendjemand wird sich vermutlich trotzdem beschweren können. Diesen einen gibt es halt doch immer. Aber ganz ehrlich, mir egal. Das braucht halt alle seine Zeit. Es ist, wie es ist. Und ich möchte mir auch meine Zeit nehmen. So. So einfach ist das. 1, 2, 3, 4, bumm. So, dann hier. Vor allem muss ich da auch dieses blöde Loch zumachen. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Dieser Stümper. Und natürlich ist auch gleich ein Zombie drin. Der aber anscheinend nicht durchkommt. Ach, da waren die Stufen. Deshalb habe ich da, glaube ich, keinen Stein drauf bekommen. Und ich war wahrscheinlich auch einfach zu faul, den Stein abzubauen. Also die Stufen. Wie viele Steine haben wir noch? Nicht mehr so viel. Bis ganz hoch werden wir, glaube ich, nicht kommen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was im Lager. Hoffe ich. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich behaupte das einfach. Höchstwahrscheinlich haben wir nichts. Aber Hauptsache, wir sind mit dem Teppich dann schon mal durch. Ah, siehste, ging genau auf. Wir haben wieder Platz im Inventar. Bei der nächsten Tour nehmen wir da einfach noch ein bisschen was mit. Das gefällt mir nicht. Das muss auf jeden Fall weg. So. Und dann gleich die nächste Etage. 1, 2, 3, 4 und 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So. Naja, für die Etage müsste auf jeden Fall noch reichen und die nächste können wir zumindest noch anfangen. Ist aber gar nicht so schlimm, weil es ist, normalerweise nehme ich ja wie gesagt samstags auf, es ist aber gerade Freitag, weil morgen, also in Wirklichkeit morgen, nicht in-game oder folgenweise morgen, sondern wirklich morgen, an diesem Samstag, der Tag vor Halloween, will ich nicht aufnehmen. Aus einem ganz einfachen Grund, gut, es ist ja schon vorbei, vielleicht hat der ein oder andere von euch im Stream zugeschaut. Es ist ja schon lange geplant, dieser Stream. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte, aber geplant sind so um die 28 Stunden. Da würde ich an dem Samstag davor sehr gerne einfach nur schlafen. Ich sage es, wie es ist. Da stehe ich nicht früh auf, um aufzunehmen, sondern ich mache den Wecker aus und drehe mich nochmal um. Klingt auch gleich viel schöner. Und wie gesagt, es ist eben gerade Freitag und ich schaue gerade auf die Uhr. In einer Stunde fängt ja schon der nächste Stream an. Dann spielen wir wieder Skyrim. Freue ich mich. Fehlen zwar, glaube ich, noch 2 oder 3 Folgen. Nehme ich morgen auf. Oder vielleicht nach dem Stream. Also ein bisschen was werde ich noch aufnehmen müssen.
Vor dem großen, dicken, fetten Stream. Aber halt nur noch das Nötigste, weißt du? Da mache ich jetzt so viel wie geht. So. Deshalb ist praktisch diese Woche das Minecraft-Let's Play auch so ein bisschen aufgeteilt. Es werden insgesamt, glaube ich, 3 Aufnahmesessions. Mache ich ja sonst nicht. Sonst nehme ich alles auf einmal auf. Weil ich mich kenne. Bis morgen habe ich vergessen, wo wir hier stehen geblieben sind. Und da jetzt sowieso die Folge vorbei ist, würde ich aber sagen, ich bleibe direkt hier stehen, damit ich morgen noch weiß, was ich hier machen muss. Also, bis jetzt, bis dahin, bis jetzt. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin einen wunderschönen Nachmittag. Nochmal. Macht's gut und ciao, ciao.